Dieses Video wendet sich an alle, ob geimpft oder ungeimpft, ob wie ich bereits an Corona erkrankte, Genesene oder Ungenesene, an alle Menschen. Und ich zeige euch Fakten, darunter erstmals öffentliche Untersuchungsergebnisse einer im Oktober 2020 im letzten Jahr an Corona erkrankten Frau, die mir gut bekannt ist, in Verbindung mit einem Artikel der Tageszeitung Die Welt über die spanische Grippe aus dem Jahr 2008. Es wird interessant, ich verspreche es euch. Und ich stelle euch viele Fragen, die ihr bitte euch und euren Liebsten stellt. Wenn auch ihr, wie ich, für die Impffreiheit seid und weder einen direkten noch indirekten Zwang wollt, und das hoffe ich sehr, dann geht bitte mit mir kommenden Samstag in Frankfurt auf die Straße, wobei wir bereits letzten Samstag Tausende friedlich unterwegs waren. Ich hoffe, es werden kommenden Samstag noch viel mehr. Und was jetzt folgt, überprüft meine Angaben. Ich gebe euch Links zu Quellen, zu Studien und die Beweise. Am 19. November 2021 hat die Bundesregierung verbannt, was wir neben mir kurz einblenden. Bis dahin galt die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht als was? Ja, als Verschwörungstheorie. Jetzt will selbst der neue Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag für eine allgemeine Impfpflicht stimmen. Und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bringt diese sogar für die gesamte Europäische Union ins Spiel. Zunächst, in Österreich liegt bereits ein Entwurf für eine allgemeine Impfpflicht vor, der bereits beim ersten Verstoß eine Strafe von 3.600 Euro vorsieht. Selbst das Mainstream-Blatt aus Österreich, die Presse, titelte dazu: Roher Entwurf für Impfpflicht, bis zu 7.200 Euro Geldstrafe. Alle bereits doppelt Geimpften sind davon auch bedroht, wenn sie sich nicht boostern lassen. Alle Genesenen werden von einer allgemeinen Impfpflicht genauso bedroht, 6 Monate nach ihrer Corona-Infektion. Und neben mir blenden wir die Mitteilung der Stadt Bautzen vom 8. Oktober 2020 an eine mir gut bekannte, liebenswerte Frau aus Bautzen ein. Ihre Corona-Infektion liegt also über 13 Monate, weit mehr als ein Jahr zurück. Und nun zeigen wir euch links den Antikörpertest vom 5. November 2021, also rund 13 Monate nach ihrer Infektion mit Corona. Und den vom 14. Juni 2021. Es geht um dieselbe Person. Der Wert im November ist sogar höher als der Wert im Juni. An dieser Stelle weise ich euch auf einen Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 18. August 2008 hin, den ich euch verlinke. Antikörper schützen ein Leben lang, so der Titel des Zeitungsartikels über die spanische Grippe ab 1918. Und die Zeitung schreibt: US-Forscher haben Menschen aufgespürt, die die Grippepandemie vor 90 Jahren noch selbst erlebt hatten. Ihr Blut enthält Antikörper gegen das Virus und diese schützen auch heute noch vor einer tödlich verlaufenden Infektion. Auch heute noch. So viel aus der Zeitung. Und im Blut aller Probanden wiesen die Forscher laut diesem Bericht Antikörper nicht nur gegen das Virus von 1918 nach. Man habe bei 7 von 8 getesteten Menschen sogar die sogenannten Gedächtniszellen gefunden, die laut Artikel noch immer diese Antikörper produzieren. Ist das nicht interessant? Viele Jahrzehnte danach. Und jetzt denkt an die Dame aus Bautzen und die Ergebnisse ihrer Antikörperuntersuchung. Im November 2021 lag der Wert sogar höher als im Juni 2021. Und wenn ihr das wisst, stellt euch bitte die Frage, warum zum Beispiel der Gesundheitsminister Österreich so heftig gegen Antikörpertests ist. Fragt euch das, während ihr jetzt mal seine Aussage vom 2. November 2021 hört. Fragt euch, warum er und sie alle so sehr gegen Antikörpertests sind. Betonen, dass es nicht notwendig ist, vor Verabreichung der dritten Dosis seinen Antikörperstatus bestimmen zu lassen. Da sind sich die namhaften Expertinnen und Experten einig. Denn es ist noch kein Schutzkorrelat definiert. Das heißt, ein Antikörpertest gibt derzeit keine Aussage darüber, ob ein sicherer Schutz vor Covid-19 gegeben ist oder nicht. Wenn Ärzte entgegen der NIC-Empfehlung allerdings zu einem solchen Test raten und Patientinnen oder Patienten später erkranken, kann dies haftungsrechtliche Folgen für den Arzt und für die Ärztin haben. Denkt einfach nach. Denkt selbst. Die allgemeine Impfung betrifft schnell auch Genesene wie mich und bereits Doppelgeimpfte. Ich selbst habe Corona Anfang Oktober 2021 überstanden und bin auch heute ungeimpft und habe nicht vor, daran etwas zu ändern. Sollte nicht jeder Mensch selbst bestimmen, ob er sich impfen lässt? Mich interessiert eure Antwort unter dem Video. Und lasst mich jetzt mal kurz ein paar Sekunden einspielen über die Versprechen unserer Politiker. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck. Sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben?
Und wundert euch nicht die gegenwärtige Panikmache mit Blick auf das, was jetzt folgt. Angeblich stehen die Intensivstationen vor dem Zusammenbruch und eine Triage-Drohe. Eine latente Triage habe laut Ärzteblatt bereits begonnen. Ich zeige euch hier jetzt mit Verlinkung die offiziellen Daten für Deutschland. Schaut doch selbst nach. Am 30. November 2020 waren 19.878 Betten belegt. Und ein Jahr später, am 30. November diesen Jahres, waren es mit 19.830 sogar 48 Betten weniger. Die Bettenkapazität, wie ihr hier seht, ist sogar verantwortungslos heruntergefahren worden. Hinterfragt vor diesem Hintergrund die gegenwärtige Panikmache. Neben mir zeigen wir jetzt vom Statistischen Bundesamt die Sterbefallzahlen für die 46. Kalenderwoche vom 15. bis 21. November 2021. Jeder kann auch das überprüfen, was ich hier neben mir einblende. Und nun dazu eine Tabelle, die ich für euch erstellt habe. Hier vergleiche ich die Werte von 2021 mit 2020 für die letzten 12 Kalenderwochen, also für die letzten 3 Monate. Selbst hier sehen wir eine große Übersterblichkeit, die eben nicht mit Covid-19-Toten erklärt werden kann. In diesen 3 Monaten starben 13.485 Menschen mehr als 2020 und gegenüber 2018 waren es 28.443 Tote mehr. Und Covid-19-Tote wurden 2021 in diesem Zeitraum aber nur 7.396 gezählt. Da bleibt dann eine Differenz von 21.047 zwischen 2021 und 2018 in diesen 3 Monaten. Wie gesagt, unter Herausrechnung der Covid-19-Tote. Und die Vergleichswerte für 2016, 17, 18, 19 könnt ihr der Tabelle auch entnehmen. Macht euch bitte selbst einen Reim darauf. Ja, und was könnte denn die Übersterblichkeit ausgelöst haben? Was ist dafür verantwortlich? Stellt euch diese Frage. Tja, und ich gebe euch auch den Link zum Notaufnahmesituationsreport des Robert-Koch-Instituts. Wir blenden die Seite 5 mal neben mir ein mit kardiovaskulären Vorstellungsgründen auf den Notaufnahmestationen oben und den neurologischen Vorstellungsgründen. Und ihr seht in fetter Farbe die Werte für 2021. Und in beiden Fällen sehen wir was? Ab April 2021 sehen wir einen deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren. Habt ihr eine Idee, was das seit April 2021 ausgelöst haben könnte? Und ganz zufällig, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, blende ich jetzt mal neben mir die Menschen ein in Prozent der Gesamtbevölkerung, die in Deutschland an einem Tag erstmals gegen Covid-19 geimpft wurden. Im Laufe, wie ihr hier sehen könnt, des März und April stieg der Wert beständig und erreichte dann am 12. Mai 2021 den höchsten Wert. Ich zeige das ja hier, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, nicht wahr? Am 26. November habe ich in meinem Telegram-Kanal einen Beitrag der Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlicht. Wir blenden auch diesen Beitrag neben mir ein und ich verlinke alles. Es ging um einen Research-Bericht von Bankanalysten und Bloomberg titelte dazu Impfverschwörer Nordea-Analysten nach Bericht suspendiert. So schnell kann es auch mit Bankanalysten gehen. Den Bericht habe ich euch verlinkt, aber er ist nur noch im Archiv des Internets zu finden, da die Bank ihn gelöscht hat. So wie die Bundesregierung auch das Foto entfernte, wonach es keine allgemeine Impfpflicht geben werde. Ja, die Spuren werden eben verwischt, nicht wahr? Und wie heißt es doch noch so schön, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Heißt für mich dann aber auch, wer etwas vor uns verbirgt, hat etwas zu befürchten. In YouTube wird alles sofort gelöscht, was gegen die Richtlinien verstößt, die wir neben mir einmal einblenden. In diesem Video zeige ich euch deshalb nur Fakten und stelle euch Fragen. Daher hoffe ich, dass es nicht gelöscht wird. Und am 24. November 2021 verlinkte ich eine Harvard-Studie in Telegram. Wir blenden den Beitrag neben mir ebenfalls ein. Immer zeige ich euch die Quellen, damit ihr alles überprüfen könnt. Fakten statt Fake News ist hier meine Devise. Lest nur die Überschrift des Beitrags. Und am 2. November 2021 hatte ich eine Studie verlinkt aus dem angesehenen britischen Wissenschaftsmagazin The Lancet, über 200 Jahre alt, wonach Geimpfte fast genauso infektiös sind wie Ungeimpfte. Wie kann man vor diesem Hintergrund 2G rechtfertigen? Diese Frage sollte sich jeder von uns stellen. Und den Bautzener Landrat Michael Harig lernte ich bei der Verleihung des Bautzener Friedenspreises an den Friedensforscher Dr. Daniel Ganser in Bautzen Ende Januar 2020 kennen, wo er ein Grußwort hielt, trotz heftiger Kritik. Das habe ich ihm damals angerechnet. Damals so auch wie die Wimmer dabei, über 30 Jahre CDU-Bundestagsabgeordneter, der das Vorwort ja für mein Buch Kontrollverlust geschrieben hat. Und dem ich an dieser Stelle auch dafür nochmals danken möchte. Dieser Landrat, Michael Harig, der verfasste im August einen Brief an Merkel und die Welt titelte dazu Eindruck eines interessengelenkten Obrigkeitsstaates, CDU. Landrat schreibt Brief an Merkel. Herr Harig, letzten Montag in Bautzen wurde
von der Polizei wurden Demonstranten gesagt, die Demonstration sei verboten. Man hat schmutzige Tricks angewandt und man hat hinterher Menschen eingekesselt, über 100 Menschen, darunter Kinder, wurden über 2 Stunden eingekesselt. Für mich eine Schande. Greifen Sie doch da bitte als Landrat ein. Und ich hoffe insgesamt auf eine Koalition der Vernunft über Parteigrenzen hinweg für unsere Meinungsfreiheit, für unsere Versammlungsfreiheit, für unsere Impffreiheit, für unsere Freiheit. Und lasst uns bitte gemeinsam Geimpfte und Ungeimpfte und Genesene, alle Menschen, ob links, ob rechts, ob schwarz, ob weiß, Christen, Juden, Muslime, Atheisten, lasst uns gemeinsam für die Freiheit kommenden Samstag in Frankfurt auf die Straße gehen, für die Freiheit, für die Impffreiheit, für die Meinungsfreiheit, für unsere Versammlungsfreiheit. Kommenden Samstag ruft uns alle die Stadt Frankfurt am Main. Und letzte Woche waren, wie wir hier sehen können, bereits Tausende in Frankfurt unterwegs, ganz friedlich für unsere Freiheit. Reichen wir uns einander die Hand, ob geimpft, ungeimpft oder genesen. Und ganz zum Schluss noch kurz zum Professor Dietrich Muswig aus Freiburg, der selbst ungeimpft ist, und er sagte der Bild-Zeitung: Ich halte eine generelle Corona-Impfpflicht für verfassungswidrig. Das Grundgesetz garantiere die körperliche Integrität jedes Menschen und die Selbstbestimmung über seinen Körper. Eine Pflicht zur Impfung sei, so sagt er, eben damit unvereinbar. Und er geht auch auf die Masernimpflicht ein. Er sagt dazu: Bei Masern ist umstritten, ob die Impfpflicht, die ja seit März 2020 gilt, gerechtfertigt werden kann. Darüber müsste das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Aber so sagt er, bei Masern wird ein Impfstoff eingesetzt, der abgeschwächte Viren einsetzt, um eine Immunreaktion auszulösen. Mit dieser Impftechnik haben wir ja seit Jahrzehnten Erfahrung und kennen deshalb mögliche Langzeitfolgen. Und dann sagt er etwas zum Unterschied zu Corona-Impfstoffen, was ich aber hier nur einblenden möchte und nicht näher ausführen möchte, damit das Video nicht gelöscht wird. Ich hoffe, euch alle am Samstag in Frankfurt am Main sehen zu können. Bis dahin und darüber hinaus, Gottes Segen, bleibt gesund, alles Gute euch.